willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder ein Tauschpaket-Video für euch. Und zwar habe ich das Tauschpaket mit der lieben Madeleine vom Kanal Quiet Maddie gemacht. Findet ihr natürlich unten in der Infobox verlinkt. Und ich bin schon ganz gespannt, was sich in diesem Paket hier befindet. Wir haben ausgemacht, dass es ein bisschen frühlingshaft sein soll. Und ich glaube, 30 Euro haben wir vereinbart. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf das Paket und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So sieht das Ganze aus, wenn ich das aufgemacht habe. Und da ist gerade eine Karte rausgefallen und die werde ich mir jetzt erstmal angucken. Hier hat die liebe Madeleine mir noch was geschrieben und zwar lese ich das euch mal vor. Liebe Nadine, vielen, vielen Dank, dass ich dieses Tauschpaket mit dir machen darf. Das hat mich total gefreut. Ich hoffe, dir gefallen die Päckchen und ich hoffe, ich habe nicht nur Dinge gekauft, die du schon hast. Viel Spaß beim Auspacken und genieß den Frühling, Süße. Liebe Grüße, Maddie. Und sie hat das sehr, sehr schön auf so einem Pappkarton geschrieben. Und ja, ich freue mich auch, das Tauschpaket mit dir zu machen. Und ich würde sagen, ich packe jetzt mal die Geschenke aus. Fangen wir mal mit dem ersten Geschenk an. Und sie hat das so ganz, ganz süß verpackt und nochmal mit so kleinen Informationen beschriftet. Und hier steht drauf, nicht nur im Winter toll. Und von der Verpackung her vermute ich mal, ist es eine Kerze. Und ich bin schon sehr gespannt, was es denn sein wird. Und es ist tatsächlich eine Kerze. Und zwar von Profissimo Sweet Flowers Duftglas. Mindestbrenndauer 32 Stunden. Und diese Kerze habe ich so noch nie im DM gesehen. Ich kenne die Rosenkerze, aber diese hier riecht wirklich sehr, sehr gut und ich finde, die passt super in den Frühling. Also nicht mal in den Winter, sondern in den Frühling. Und die Verpackung sieht auch richtig, richtig schön aus. Auch mit diesem Blümchen hier drauf. Freue ich mich schon sehr, die anzuzünden. Dann haben wir hier noch ein Geschenk, was aussieht wie eine Kerze. Und da schreibt sie, konnte mich nicht entscheiden. Wahrscheinlich konnte sie sich vom Duft her nicht entscheiden und ist auch eine Kerze. Und das ist die Rosenduftkerze, wovon ich gerade gesprochen habe. Die kenne ich schon und die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und da freue ich mich, dass ich wieder ein Backup davon habe. Machen wir weiter mit dem Kleinen hier. Für die Handtasche für unerwartet warme Tage. Vielleicht ist das ein kleines Mini-Deo, was in die Handtasche gut passt. Bin mal gespannt. Und ja, ich hatte recht. Es ist ein Mini-Mini-Deo von Rexona Cut and Dry. Antitranspirant 48 Stunden. Kenne ich so noch nicht und freue ich mich auch schon mal, wieder ein neues Deo auszuprobieren. Und es ist wirklich sehr, sehr klein und das passt wirklich sehr gut in die Handtasche. Dann geht's weiter mit diesem hier. Und ja, ich finde das Geschenkpapier wirklich sehr, sehr schön. Und hier drauf steht, bald wird wieder Bein gezeigt. Oh ja, ich warte nur noch auf die warmen Tage. Weil bis jetzt, ja, ist es noch nicht so warm. Und hier haben wir von Balea ein Aftershave Pflegegel intensiv für empfindliche Haut, spendet 24 Stunden Feuchtigkeit, wirkt der Bildung von Rasierpickelchen entgegen und beruhigt gereizte Haut. Und ja, das kann ich wirklich sehr, sehr gut gebrauchen, weil ich habe immer so kleine Pickelchen am Bein, was mich sehr, sehr stört. Und vielleicht hilft mir dieses Wundermittel ja und freue ich mich schon, das auszuprobieren. Und das ist mit Aloe Vera und das ist ja auch immer sehr gut für die Haut. Machen wir weiter mit diesem hier, Bye Bye Fahle Winterhaut. Das könnte vielleicht eine Bodylotion sein, ich bin mal gespannt. Und ich hatte recht, es ist eine Bodylotion von Dove Dermaspa, mittlere bis dunkle Haut, ach, mit Selbstbräuner für eine natürlich zarte Bräune. Das ist ja mal cool, das werde ich auch auf jeden Fall mal probieren, weil ich bin wirklich sehr, sehr hell und vielleicht hilft mir das ja ein bisschen Bräune zu bekommen. So, weiter geht's mit diesem kleinen Produkt hier und das sieht aus wie eine Lidschattenpalette, also es fühlt sich auch sehr hart an. Ich liebe Frühlingsfarben auch auf den Augen und ja, das wird bestimmt eine Lidschattenpalette sein.
Und ja, es ist eine Catrice-Palette und zwar die Blossom. Das ist ja die neue von Catrice. Das ist die 010 Blossom in Rose. Und ja, das sind auf jeden Fall genau meine Farben. Richtig, richtig schön. Freue ich mich auch auf jeden Fall sehr. Da hast du total meinen Geschmack getroffen. Leider ist hier die eine Farbe schon zerbröckelt, aber das macht nichts. Richtig, richtig schön. Freue ich mich auch auf jeden Fall sehr drüber. Total tolle Farben. Und ja, Dankeschön dafür. Machen wir weiter mit einem kleinen Bonbon. Und zwar meine liebste Lippenkombi. Wahrscheinlich Lippenstift und Lip Liner. Und ja, das sind diese zwei Produkte hier. Einmal von Trended Up ein Ultra Wear Nude Pen Shine. Das ist so ein kleiner Stift. Der sieht sehr aus wie ein Lip Liner. Vielleicht ist es ja ein dickerer Lip Liner. Und dann haben wir hier noch von P2 einen Perfect Color Lip Liner in der Farbe 128 Prima Ballerina. Und hier haben wir auch noch einen kleinen Lippenpinsel dabei und halt hier die Farbe. Das ist wirklich eine sehr, sehr helle Farbe. Bin ich mal gespannt, ob mir die Farben stehen. Und der ist zum Ausdrehen und das ist die Farbe 020. Bin ich auch mal gespannt und werde ich auf jeden Fall mal austesten. Und zwar kommen wir zu diesem Produkt hier, All-Time Favorite. Und ich denke mal, das könnte vielleicht ein Blush sein, so von der Form her. Und es ist kein Blush. Und zwar ist das von Catrice ein Prime and Fine Contouring Palette. Und ja, da bin ich auch schon sehr, sehr oft dran vorbeigelaufen und habe mir überlegt, ob ich mir die holen soll oder nicht. Und das ist eine helle Farbe und die passt, glaube ich, perfekt zu mir. Das ist die 010 Ashy Radiance und ja, freue ich mich auch auf jeden Fall sehr drüber, diese Farbe mal zu probieren, ob die zu meinem Hautton passt und ja, freue ich mich schon sehr drüber und ja, vielen, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit dem kleinen Päckchen. Steht dir bestimmt super. Ich denke mal, das ist ein Lippenstift. Was soll es sonst sein? Hier haben wir von Trended Up ein Gloss Infusion Lipstick in der Farbe 010 und bin ich mal gespannt. Oh, das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich vermute mal, also ich denke mal, das passt sehr, sehr schön zu den Lip Linern, die wir eben schon ausgepackt haben. Und ja, freue ich mich auch sehr drüber und werde den auf jeden Fall mal austesten. Kommen wir zum vorletzten Produkt und hier schreibt sie einer meiner Frühlingsfavoriten. Und vielleicht ist es ein Nagellack. Aus der Fashion Color LE. Ich glaube mal, das ist eine LE. Und ja, passt auch farblich sehr, sehr gut zu den Lippenstiften. Und zwar ist das die Farbe 112 Shakira. Und ja, auf jeden Fall auch eine wunderschöne Farbe. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, da hast du auf jeden Fall auch meinen Geschmack getroffen und passt auch farblich sehr, sehr gut zu den anderen Produkten. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und zwar ist das dieses hier. Fand ich mega cool, die Farbe, ich glaube du auch. Und ich denke mal, das ist auch ein Nagellack und bin ich mal sehr gespannt. Oh, und zwar ist das von Trended Up Number One, die Farbe 250. Und hier bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon habe, aber das ist ja nicht schlimm, weil das ist ja nur eine kleine Verpackung und der wird sicher schnell aufgebraucht sein und dann habe ich auch auf jeden Fall schon mal wieder ein Backup. Ja, meine Lieben, das war das Tauschpaket mit der lieben Madeleine. Ihren Kanal findet ihr in der Infobox. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut jetzt auch gerne mal bei ihr auf dem Video vorbei. Sie wird sich sicher freuen und lasst ihr ganz liebe Grüße von mir da. Und wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu hinterlassen und mich kostenlos zu abonnieren. Da freue ich mich auch sehr drüber und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!